So, Leute, tatsächlich habe ich es geschafft, Gran Turismo Sport abzudaten. Und eigentlich ist es zu spät, um jetzt nochmal auf Sendung zu gehen. Aber ich kann es nicht lassen. Wir werden jetzt eine kleine Runde fahren. Es wird wirklich nur eine kleine, feine Folge. Deswegen habe ich jetzt auch noch nicht groß Werbung gemacht oder irgendwas pompös angekündigt und auch kein krasses Sendekonzept oder Plan. Ich habe hier auf jeden Fall gerade die Racing-Etikette gemacht und hier alles registriert und bin jetzt hier drin und habe auch keine Ahnung, was abgeht und habe schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gezockt und dann schauen wir einfach mal. FIA Gran Turismo Championship Manufacturer Series Nations. Keine Ahnung. Und tägliche Rennen, keine Ahnung. Und ja, keine Ahnung einfach. Schauen wir mal. Also hier Willow Springs will ich nicht fahren. Suzuka Gruppe 4 klingt gut. Spaß sind wir schon gefahren. Qualifying. Ach, wir nehmen einfach mal dran teil, Leute. Oh, wir haben gar keine Fahrzeuge, ja. Ist auch geil. Okay, dann starten wir vielleicht doch nicht. Tja. Hat man hier nicht so die große Auswahl, oder wie? Boah, hätte ich mal besser mich ein bisschen vorbereitet, aber ich spring gerne ins kalte Wasser. Volkswagen. Wir haben ja, so wie es aussieht, einen Golf GTI. Vielleicht kann ich damit irgendwas fahren. Fahrervertrag. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Quatsch. Gruppe 4. Ich weiß nicht genau, was ich mache, aber so schwarz sieht er eigentlich ganz geil aus. Lassen wir den mal. Ne, wir nehmen den Clown. Boah, ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier gemacht habe. Den möchte ich. Boah, Beetle GT3 nehme ich auch. Ich wusste gar nicht, dass es ein Dreier gibt. Sie können Ihren Vertrag nicht vor Ablauf der Exhibition. Ja, dann ist okay, nehme ich. Zack, 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 zack. Oh, das haben sie ja schön gemacht. Sondern mal gucken, was passiert. Boah, Leute, lasst mich auf die Piste. Ich habe nichts dagegen, das ist schon geil, schön inszeniert. Aber ja, mal gucken. So, jetzt ist es Mitternacht, Leute. Um 1 mache ich auf jeden Fall Schluss. Viel länger spielen wir nicht. Mal sehen, ob wir bis dahin ein Rennen hinbekommen oder nicht. Okay, wir haben Gruppe 4 und Gruppe 3. Ich nehme an, wir müssen dann Rennen in Gruppe 3 und Gruppe 4 fahren. Für Volkswagen. So sehen wir im Moment aus. Dann schauen wir mal. So, wie schön. Jetzt habe ich hier einen Fahrervertrag. Und die Frage ist, hat es mir irgendwas gebracht? Rennteilnahme. Punkterennen. Rennen. 18 Uhr. Was? Oh Mann, da kann ich gar nicht fahren, oder wie? Oh nein. Tokyo Express, was sind das für. Oh nee, was ist das für eine Strecke? Die gibt's. Expressway, nee, danke. Oh Mann, okay, ich habe gedacht, man kann hier irgendwie auch reinjoinen. Und vielleicht kann ich jetzt, wo ich in Gruppe 4 habe, mitfahren. Tatsächlich, ja. So, keine Ahnung, was ich da eingestellt habe. Wir fahren jetzt einfach mal. Haben wir noch Zeit für ein Qualifying?
Ah, das Rennen startet um 10 nach. Okay, Rennen B. Naja, Gruppe 4, die werden mich da schon gut in Grund und Boden fahren, glaube ich. Aber abwarten. Ich hoffe, dass jetzt auch alles mit der Steuerung hier klappt. Okay. So, dann fahren wir Qualifying und dann hoffen wir, dass wir mal hier. Wir fahren einfach mal. Dass hier alles funktioniert. Ja, auf jeden Fall auch ein Frontkratzer. So, ich weiß gar nicht, ob ich hier groß was machen muss. ABS scheint auf jeden Fall von Werk aus eingestellt zu sein. Und dann schauen wir einfach mal. Ich merke schon keine Hilfslinien und so. Naja, okay. Geht noch. Noch. Aber erstmal an die Kiste hier eingrooven, das ist halt ein Touringwagen. So, mal sehen, ob wir da überhaupt eine Chance haben. Aber auf Anhieb fühlt sich ganz gut an hier. Suzuka eigentlich auch eine nette Strecke. Also mir gefällt sie gut. Oh, es war einer zu tief. Ich weiß gar nicht, ob hier auch schon Reifenabnutzung an ist oder ob das dann erst in späteren Serien der Fall sein wird. Ja, was hier auf jeden Fall schon mal das große Plus ist im Vergleich zu Forza, es fährt sich sehr schön mit Lenkrad und ja, es sieht auch schön aus und die Inszenierung, habt ihr ja eben schon gesehen, ist auch nicht schlecht. Ja, keine Ahnung, also GT Sport ist auf jeden Fall auch schon cool. Mal schauen, wie das Rennen dann läuft. Ja, ich nehme mal an, jetzt in so späten Stunde. Das waren das da zwei Markierungen links und rechts. Werden nicht mehr so viele Leute zuschauen, kann ich verstehen. Tut mir echt leid, ich wusste nicht, dass das Update so lange dauert. Ich habe ewig kein. Okay, mit. Normal kein Problem, aber. Ui, hier mit dem Low Downforce Car schon ein Problem. Naja, auf jeden Fall, das Update hat lange gedauert, so. Also ich bin mir sicher, ich könnte per Setup noch was an dem Wagen einstellen, rausholen, ändern. Aber es ist ganz okay. So wie sieht es aus, habe ich jetzt schon eine gezeitete Runde oder noch nicht? So, das ist mein Ghost Car, da nehme ich an. Das heißt, wenn ich vor ihm bleibe, ist die nächste Runde schneller und wenn ich hinter ihm bleibe, dann wahrscheinlich nicht. So, okay, jetzt werden die Reifen warm. Denselben Spruch habe ich in Forza auch schon gebracht. Ein Frontkratzer, aber ganz gut auf Gruppe 4 gespeckt. Ja, macht schon Spaß. So, hier ordentlich mit Swing durch. So viel zum Thema ABS. Da habe ich auf jeden Fall gerade die Reifen stehen lassen, die Räder. Trotz ABS. Falls, ja, trotz ABS. Ja, zweite Runde läuft schon besser. So in 4 Minuten, Leute, geht's los. Bin mal gespannt, ob da überhaupt noch was los ist um die Uhrzeit.
der Markus, der ja eigentlich mitspielen wollte, ich glaube, der ist auch schon eingepennt, der hat auf jeden Fall auf Twitch nichts mehr geschrieben. Hier bin ich jetzt mit ihm auf jeden Fall schon befreundet. Naja, mal schauen. So, hier erzählen mir die, ich soll den im fünften fahren. Im vierten. Okay. Schön innen bleiben. So, da kommt das Ghost Car wieder. Okay, schaffen wir noch eine Runde, müsste eigentlich noch knapp drin sein. Oh, da freuen sich die Reifen, aber so richtig freuen die sich da. Gas, Baby. Ja, Grüße auch an den Mirko, der noch fleißig am Stream ist. War sehr cool bei ihm. Mein Stream läuft auch weiter bei ihm mit. Und ja, er macht einen guten Job. Ich freue mich demnächst bei ihm auf dem Hof vorbeizuschauen, den Farming Simulator. Dass mein Ghost Car aber verdächtig nah hier am Rückspiegel. Na, da wäre der dritte Gang besser gewesen. Da werde ich hart gejagt. So, in einer Minute, Leute, geht's los. Ich würde sagen, ein Rennen. So, hier, keine Ahnung. So, hier schön mit Swing raus, okay. Alter, so eine weitere Runde werden wir nicht schaffen. Wie komme ich denn hier ins Option? Ja, komm, dann fahren wir einfach noch weiter. Oh, hart, ey, hart am Limit mit den Reifen und so. Ei, ei, ei. So. Also die Straßenreifen, also die Reifen hier, die scheinen auf jeden Fall noch ganz gut was auszuhalten. Noch. Aber lustig wird's dann in den höheren Rennserien. So, okay, Leute. Attention, please. Jetzt bin ich gespannt. Alter, wir sind nicht letzter geworden. Das ist ja richtig geil. So wie es aussieht, fahren 12 Leute mit und wir sind hier. Wir fahren übrigens als einziger den Scirocco. Immerhin direkt mal auf der 8 gelandet. Ey, da bin ich ja richtig happy. Ach Quatsch, es fahren 16 mit und wir sind auf der 8 gelandet. Nicht schlecht, oder? Ich meine, wir sind einfach reingejumpt ins Game. Puh, so, Leute, das Rennen. Let's go. Um nicht zu sagen, let's Jay Warm-up starten. Oh, oh, oh. So, jetzt hier noch was ändern an den Dingern. Nein. Oh, wir haben Michelin-Schlappen. Harte Mischung.
Könnte ich auch weiche Mischung nehmen? Nee, wir fahren mit harter Mischung, deswegen halten die auch was aus. Alter, also ganz ehrlich, das ist ja cool. Manuell, hart, ja. Traktionskontrolle kann man einstellen, aha. Ja, nee, alles okay, Leute, gleich geht's los. Oh, da wird ja einiges geschrieben hier. Ja, da muss ich den Markus mal morgen fragen, was man da noch so fahren kann. Also das ist ja jetzt hier, denke ich mal, absolutes Noobland, aber halt mal schauen, wie es dann gleich losgeht hier und vor allem, wie es dann ist, wie man dann organisieren kann, richtig krasse Championships zu spielen. Alter, das gefällt mir gerade richtig gut, sowohl die Atmosphäre hier, diese Motorsport-Atmosphäre und dass wir im Qualifying so gut abgeschnitten haben, ne? Von 16 Leuten auf die 8, das ist gar nicht schlecht. Aber okay, abwarten. Rennen ist wieder was anderes. Suzuka, Gruppe 4, tägliches Rennen B. Was auch immer B ist, wahrscheinlich gibt es da noch A, C und was weiß ich. Oh, die haben schon krasse Karren hier am Start. Wir fahren mit dem Scirocco, aber die sind ja alle auf Gruppe 4 gespeckt, also ungefähr alle denselben. Oh, was macht denn der Porsche da? So, los geht's. Ich weiß gar nicht wie. Okay, das geht von alleine. Oder Rolling Start, keine Ahnung. Drei Runden, okay. So, wenn alle da sind, das sieht mir nach Rolling Start aus, weil wir stehen ja hier nicht direkt in der Start-Zielgeraden. Ja. Okay. Oh, okay, Autopilot. Nur ich weiß nicht, wie lange. So, da vorne sind alles menschliche Gegner. Nur nochmal, damit ihr Bescheid wisst, so ein bisschen hier in den Slipstream rein. Okay, kalte Reifen ein bisschen hier. Okay, da ist einer raus. Mal sehen, ob wir da reintunken können. Jupp. Gar nicht so schlecht. Und die Leute crashen auch gar nicht durch die Gegend hier. Es ist ja richtig nice. Und das direkt im ersten Rennen in der Nubi-Liga. Oh, da ist er raus. Schön, der hat auch Platz gelassen. Nice. Richtig nice. So, hallo Chat, ich kann es nicht lesen. Das kann ja eigentlich nur der Mirko sein. Oh, der nächste mit dem Fahrfehler hier. So, der Bruder da vorne hat einen Penalty, also da kommen wir vielleicht auch ran. Jetzt saugt sich aber ran, der hier hinter uns. Also wie gesagt, wir fahren hier online. Das sind alles Menschen vor uns, hinter uns, everywhere. Erstes Rennen, keine Practice, kein gar nichts. Aber läuft noch. Drei Runden müssen wir es noch durchhalten. So, der hat er hart angegriffen da hinter uns. Aber war fair, also ich habe zugemacht und okay, der hat eine Strafe, geht vom Gas und ist erstmal durchsichtig und ist dann ja wie auch immer, ich sollte weniger reden. So, dann lasse ich jetzt auch Platz, er kann da rechts reindiven, das macht er auch. Also ich muss sagen, richtig geil die Leute hier. Die fahren ja bis jetzt echt super fair. So, der dort drüben ist ein bisschen Hasenmäßig mit seinem scheiß Blinklicht. Das macht einen natürlich eher aggressiv. Also, er kann da rumblinken, wie er will. Ich scheiß drauf. Da trete ich eher noch auf die Bremse, als dass ich ihn vorbeilasse. So, jetzt ziehe ich hier rüber, mach zu. Ja, da ist er in mich reingefahren, okay. Hat aber auf jeden Fall eine Strafe gekriegt.
Boah, ich komme aber kaum hier auf die Strecke zurück, mein lieber Freund. Das hat Plätze gekostet. So. Das war auf jeden Fall keine saubere Aktion. Was ist das? Italiener, glaube ich, auf seiner Flagge. Naja, das sagt ja schon wieder alles, nicht wahr? Egal, macht auf jeden Fall richtig Bock hier. Wie gesagt, ich bin so happy im Qualifying direkt von 16 auf 8 gefahren und das ohne groß irgendwie was vorher zu können und zu wissen. Und jetzt im Rennen bis jetzt, na, ihr seht es ja, läuft der einigermaßen. Auch wenn die mich jetzt da vorne ein bisschen stehen lassen. Oh, ich muss hier aufpassen, dass ich nicht zu sehr in den Reflektor komme. So, der sechste vor uns, das ist dieser Haarsohn, der uns da so ein bisschen reingefahren ist und auch schön mit seinem Lichtschalter nicht umgehen kann. Aber egal. Ach ja, es ist echt schwer, so kompetitiv zu spielen und dabei noch zu kommentieren. Aber ich gebe mein Bestes. Hi Mirko auf jeden Fall. Willkommen zurück im Chat. Und dein Stream, falls du noch drauf bist, läuft bei mir auch noch im Background. War auf jeden Fall cool bei dir. Gar keine Frage. Und ich habe es eben auch schon mal gesagt. Ich freue mich schon, demnächst bei dir mitzuspielen. So, die ballern da vorne. Ja, seht ihr? Der Rote hat schon wieder da Kontakt mit einem. Also kein sauberer Fahrer auf gar keinen Fall. Ja, guckt euch den an, ey. Was ein Bastard. Wow, was ein Bastard einfach nur. Ich hoffe, er verreckt, ey. Hier. Dann kann er mir noch 10-mal reinfahren. Muss ich aufpassen, das Verkehr. Zur Strafe. Anders Auto von der Strecke gedrängt. Das sehe ich überhaupt nicht so. Eher andersrum. Oh Mann, das kostet jetzt aber Plätze. Ey, aber es ist richtig geil. Naja, gut. Solange der andere auch Strafpunkte kassiert, soll es mir recht sein. Boah, jetzt. Also, ich habe das Gefühl, jetzt mit jeder Runde werden die Reifen hier echt, obwohl die Reifenabnutzung, glaube ich, in diesen Anfängerserien aus ist, habe ich trotzdem das Gefühl, die Reifen haben jetzt mit jeder weiteren Runde schlechteren Grip irgendwie. Ey, aber saugeil, guckt euch das mal an. Ich meine, bis auf diesen einen roten, ja, ich sag mal, Bastardjungen da, ist das Rennen richtig geil. Schaut euch mal an, wie schön hier gefightet wird. Auch ich über. Ach so, da ist er ja wieder, der nette Kerl von nebenan. Hier, guckt mal, schon wieder einem reingefahren. Den werden wir jetzt nochmal liebevoll hier anschauen. Ja, wobei, ne, jetzt bringe ich nicht übers Herz. Ich wollte eigentlich gerade hinten reinfahren, aber ich habe mir gedacht, lassen wir mal lieber. Wobei, wenn es so weitergeht, mache ich das gleich nochmal. Obwohl das echt sehr unprofessionell ist. Also eigentlich, man fährt wirklich auch, wenn man am Ragen ist, kann ich euch sagen, am besten, wenn man zurückschreckt, also der Klügere gibt nach, ist wirklich auf lange Sicht im Rennsport besser. So, was mit dem hier? Ein Spanier, das ist wahrscheinlich auch ein ziemlich temperamentvoller Fahrer. Müssen wir auch erstmal uns rantasten, ja. Okay, da schieben wir uns hier innen vorbei. Ja, klappt das? Klappt, okay. Sie werden in der nächsten Strafzone zum Abbremsen gezwungen. Das ist dann also hier. Ja, super. Ja, aber die anderen werden auch alle zum Bremsen. Oh, da guckt ihr an. Da ist er wieder. Da ist er mir wieder voll in die Karre gefahren. Ihr habt das auch gesehen, ne? Der ist voll rechts rübergezogen. Scheiß auf den. So. Ey, da kann man nicht überholen, Torero-Schwinger. Okay, und der. Oh, ein deutscher Landsmann da vorne. Alter, das macht richtig Bock ohne Scheiß. Oh, das Rennen ist vorbei. Ey, sechster Platz, was geht? So. Ah, Mirko GT, du hast den Ton aus. Keine Ahnung, wie du hast den Ton aus. Also, du guckst bei mir zu, aber hast den Ton aus. Ja, egal. Hey, Leute, erstes Rennen, sechster Platz, wie geil. So, da müsste ich nochmal gerade einen hier brandmarken. Wo ist das Stück S? Wo ist er? Moment. Ach so, hier.
Wo ist denn der eine, was war denn das für ein? Ah, egal, ihr habt's ja im Stream gesehen, also Mittelfinger geht hoch an den Fahrer da in dem Audi TT. Geil, erstes Rennen, Position 6. Qualifying 8. Rennen, 6. Fett. Geil. Da hat es sich ja nochmal gelohnt, auf die Piste hier zu gehen. Oh Mann, da frage ich mich, warum habe ich nicht schon vor Jahren mit Gran Turismo Sport angefangen? Warum habe ich nicht schon vor Jahren eine PlayStation mir geholt? Egal, jetzt besser spät als nie. Ich glaube, dass Gran Turismo auch weiterlebt, nachdem es die PlayStation 5 und Gran Turismo 7 gibt. Weil Gran Turismo Sport halt so ein richtiger Online-Racer ist. So, okay. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen hier was geschnuppert. So, jetzt, was ich hier nicht verstehe, noch nicht teilgenommen. Startdatum dieser Runde am 14. Okay, die sind noch nicht gestartet, aber was gibt's denn hier noch für Rennen? Heute ist der 10., ja. Ja, wie kann ich da mitfahren? Was habe ich jetzt wieder gedrückt? Belohnung. Mount. Ja, okay. Ey, warum bin ich denn jetzt hier? Da wollte ich gar nicht hin. Ja. Ja, auch oh, nicht wieder anzeigen, ja. So, ach so, hier. Rennteilnahme. Okay, das ist wirklich zu festen Zeiten. Das sind ja schon die besseren Rennen. Ja, es muss doch noch mehr geben als diese drei Dinger hier, oder? Gruppe 3, wo fahren wir wieder so sogar? Ey Leute, es kann doch nicht sein, es sind hier immer dieselben Rennen. Es muss doch mehr Auswahl geben, oder? Startdatum dieser Runde am 17. Okay, und hier am aber Tokyo Expressway, damit könnt ihr mich ja jagen. Zeitplan der Meisterschaft, was kommt denn hier noch? Hier Tokio und dann WeatherTech Laguna Seca, da würde ich ja mitfahren, aber dieses Tokio Expressway, muss das sein? Okay. Naja, okay, was gibt's denn noch? Gruppe 2 Spa. Ihre Qualifying-Zeit. Rennen B. Ach, wird mir da schon irgendwie. Treibstoffverbrauch 0,0. Ja, also das Rennen war schon ganz geil, aber ich würde mir da trotzdem noch ein bisschen mehr Auswahl wünschen. Oder gibt es hier noch einen anderen Online-Modus? Kampagne. Oh, das ist ja schon in 5 Minuten. Ach, Lobby gibt es auch noch. Ja, wie gesagt, wenn man hier. Oh nee, nicht wieder anzeigen. Ah, okay, hier gibt es schon Leute, die eigene Dinge aufhaben. Allerdings sind da nicht so viele Leute am Start. Ja, doch, geht schon teilweise auf jeden Fall. Ja, komm, dann fahren wir nochmal ein Suzuka-Rennen. Wie gesagt, in 5 Minuten geht's los. Und ich glaube, das ist dann immer jeweils für einen Tag und dann wechselt die Strecke. Wir hätten hier auch noch eine Gruppe 4. Ne, wir haben uns jetzt schön an den.
Leistung, okay, und Balance of Performance. Ja, okay, ist gut. Dann würde ich sagen, eigentlich Qualifying. Aber in ein paar Minuten startet das Rennen. Ey, das passt ja. Dann haben wir zwei Rennen und dann können wir hier die kleine Kennenlernfolge auch beenden. Dazu. Dann gehe ich nochmal ins Qualifying. Ja, also geil, doch, macht Spaß. Mirko, falls du das holst, du brauchst eine PlayStation und musst hier mitfahren. Und alle anderen sind halt schon eingeschlafen. Oder sind, wie sagt man so schön, im Lurk-Mode. Das ist doch hier Twitch-Language. Sind halt am Zuschauen, aber nicht groß am Reden. So, was können wir hier noch ändern? Leistung, Gewicht, nein, Traktion ist okay. Bremsen vorne, hinten, vielleicht ein Tick nach hinten. Oh, Bodenfreiheit, da. Ach so, und das ist hier gelockt. Okay, Bremsbalance vorne, hinten 1. Ah, klar, Anfänger selber, was soll ich da auch groß einstellen können? Muss ja alles Balance of Performance-mäßig passen. So, nochmal gucken. Ist jetzt die Bremsbalance nach hinten? Ja, sehr schön. Okay, dann 2 Minuten irgendwas, eine Runde geht, glaube ich. Also echt cool. Und das Schöne ist halt auch Lenkrad. Ja, und auf jeden Fall, jetzt habe ich das Gefühl, die Reifen sind noch nicht von der Temperatur voll da. Die sind noch ein bisschen schwammig. Ich habe das Gefühl, so nach einer halben Runde sind die auf Temperatur und drücken richtig vom Luftdruck so. Alter, wie mich dieser eine scheiß Audi-Fahrer aufregt, wie unfair der gefahren ist. Also merkt man, er hat überhaupt keine Ahnung vom Rennsport. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass hier in GT Sport den Leuten wichtig, also den Admins und den Herstellern halt, den Entwicklern wichtig ist, dass hier ähnlich realistisch und clean wie in iRacing gefahren wird. Deswegen. So, Leute haben hier keine Zukunft. Aber er wird es auch noch lernen. Ja. Man hat es ja gesehen, am Ende waren wir vor ihm, also so what? Hat ihm gar nichts gebracht, seine aggressive Fahrweise. Aber was heißt aggressiv? Man kann ja gerne aggressiv fahren, aber seine kindische, verschmuckte, unrealistische, billige Cheater-Fahrweise. Naja, schauen wir mal, wie das Rennen jetzt wird. Ah, so ein sexy Scirocco. Ja, und krasse Sache, gucken scheinbar doch noch ein paar Leute zu. Willkommen, Leute. Schön, dass ihr nicht alle eingeschlafen seid. Aber ich sag's euch gleich, die Folge wird nicht so lange gehen. Wir fahren jetzt noch ein Rennen. Und dann sind wir hier erstmal dann. Dann müssen wir nämlich selbst erstmal zusehen, dass wir schlafen gehen. Oh nein, harter Verbremser. Oh, ich glaube, das wird nix, oder? Das wird eng. Komm schon. Wow, nice. Nochmal die Zeit hart verbessert, hey. Ich glaube, das waren nochmal 3 Sekunden, die ich da gerade rausgeholt habe, oder? Echt, habe ich da echt nochmal 3 Sekunden rausgeholt? Das wäre ja krass. Na, jetzt schauen wir mal, wie unser Qualifying Result jetzt aussieht in der Praxis. Oh, jetzt sind wir. Okay, jetzt scheinen wir ein stärkeres Feld erwischt zu haben. Jetzt sind wir von 16 Leuten 11 da, aber kann ich auch noch mitleben. Und wie gesagt, auch hier, wir sind echt der Einzige, der einen Scirocco nimmt. Wie im ersten Rennen auch schon. Scheinbar ist der Scirocco nicht so beliebt. Ist halt ein Frontwheeler und die anderen, wenn ich mir das hier anschaue, sind wahrscheinlich überwiegend. Ah, doch, der erste fährt ein Scirocco. Krass. Der allererste fährt ein Scirocco. Ja, ist krass.
Und direkt mal nochmal, boah, 4 Sekunden schneller als wir, auch krass. Ja, aber gut, wir sind nicht am langsamsten, das ist schon mal schön. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt wo wir am ersten Rennen ganz gut abgeschnitten haben, hat uns das Game hier in ein schärferes, schwereres Rennen, in ein stärkeres Feld reingepackt. Also von den Zeiten hier sieht es ja danach aus. Wie gesagt, im ersten Rennen noch easy, Achter, jetzt Elfter. Aber hey, ich sag ja, solange ich nicht Letzter bin, ist alles cool, Boys and Girls. Ja, und da muss man halt mal jetzt planen, wenn man die besseren, seriöseren Rennen fahren wollen, die sind dann wohl an festen Tagen. Da muss ich mir dann wohl tatsächlich mal wie in iRacing Zeit für nehmen. So, der Warm-up läuft und die Leute schreiben fleißig. Finde ich gut. Solange sie auch fair und freundlich auf der Strecke sind, finde ich das sogar noch besser. So, zweite und letzte Rennen für diese kleine Kennenlernfolge hier auf Let's J mit Contours vom Sport, Leute. Oh, der erste hat Deutsch geschrieben. Schön, sie kennenzulernen. Hey, sag mal, wieso schreiben die eigentlich alle ihre Nachrichten so schnell? Das wird ja hier direkt alles runtergespammt. Naja, vielleicht ist das hier so eine Art Etikette, dass man, wenn man auf den Server joint, direkt schnell die Viereckstaste drückt und dann Hallo schreibt. Tja. Der gute alte G-Town Superstar ist auf jeden Fall auch am Start. Leute, es geht los. Willkommen hier. Der große Preis von Suzuka in der Gruppe 4 mit unserem VW Scirocco Bocco. Let's go, würde ich sagen. Um nicht zu sagen, let's J, ladies and gentlemen. Oh, da fährt einer mit dem Golf oder was ist das? Ich sehe das hier gar nicht. Wo hat denn da einer einen Golf? Scirocco, das bin ich. Ne, der erste, oder? Ach, was weiß ich, Leute. Auf jeden Fall viel Spaß und so weiter. Jetzt geht das hier los. Drei Runden zum Glück. Wisst ihr was? Ich versuche für die nächste Folge Forza Motorsport 7 auch nochmal mit dem Lenkrad. Vielleicht ist es ja mittlerweile viel cooler, wer Oh, harter Fahrfehler hier. Und da vorne wird auch hart gefightet, hey. Richtig hart wird da gefightet. Und mir sitzt wieder so ein Grüner da im Nacken, wenn das mal nicht sogar dasselbe ist wie aus dem letzten Rennen. Oh, ist das dann ein Viper vor mir? Gruppe 4 Viper, sowas gibt's. Hey Martin zockt, danke für dein Follow, willkommen auf Let's J Boom Baby. Schön, dass du dabei bist, mein Freund. Oh, da saugt sich dieser Grüne aber wieder richtig krass da von hinten ran. Hart. Hart am Limit.
Ja, es bleibt spannend. Zweite Runde, Leute. Wow. Oh, da schert er raus aus dem Windschatten rechts. Krass, krass, krass. Oh, da sind aber einige abgeflogen hier. Opa. So, das juckt mich gar nicht, was der BMW da hinten macht. Wenn er schneller ist, wird er schon irgendwie dran vorbeikommen. Ja, aber nicht so, ey, Alter, wie krass. Oh nee, hey, da hat er mich ja voll touchiert. Oh, was ist denn jetzt los? Okay, da wurde ich zurückgesettet auf die Strecke. Naja, also das hätte nicht sein müssen, aber ich unterstelle ihm da mal keine Absicht. Ich denke, das war einfach Mangel an Skill, dass er sich da ein bisschen verschätzt hat bei der Kurve, ein bisschen zu weit nach außen getragen wurde und mich dann halt touchiert hat. Ja, ärgerlich, aber auch das, ne? Ist Racing. Aber trotzdem, mit guten Fahrern wäre das nicht passiert. So, 10. Platz. Oh, da ist wieder einer auf Abwägen. Beziehungsweise muss seine Strafe absitzen. Oh, Paul Diesel aus Deutschland hängt an meinem Wiesel, der Paul Diesel. Hahaha. Letzte Runde, mal schauen, was da noch geht. Oh, der Grip lässt nach hier. Alter, Alter, ach du Scheiße. Entschuldigung, aber der Grip hat hart nachgelassen. Oh, Paul Diesel hat sich rausgedreht. Und ihr habt es vielleicht, ich hoffe, man kann es auf dem Stream erkennen, es liegen auch Marbles auf dem Boden. Also das heißt Gummiabrieb und so, das macht die Strecke natürlich auch rutschiger. Ich habe das Gefühl, das merkt man jetzt auch schon in der dritten Runde deutlich. Plus eventueller Verschleiß an Reifen, auch wenn das so in den Rookie-Dingern ja angeblich nicht simuliert wird. Ich merke auf jeden Fall hier schon einen starken Grip-Abfall, auf welche Art und Weise das jetzt auch immer zu Trage kommen mag. Boah, man merkt schon. Oh, da kommt noch mal einer von hinten. Komm, Junge, zieh! Okay, ich habe was geschafft. Also ich bin echt gehypt, ja. Heute das erste Mal Gran Turismo Sport Online und es bockt halt brutal einfach. Richtig geil. So, den Inselaffen da vorne, den werden wir nicht mehr kriegen. Sei denn, da passiert jetzt noch was. Aber der Weiße da, dieser BMW ist. Ach, das ist ja der Typ, der nicht fahren kann. Ja, wieder Italiener. Oh, und der Inselaffe. Tja, da war zu viel Wasser. Zu viel Regen auf der Strecke. Gelbe Flagge, aha. Oh, komm schon, Leute. Na gut. Na gut, ich will mich nicht beschweren. Achter Platz. Nice. Yeah. Geiler Scheiß, Mann. Läuft doch hier. High Flying Bird.
Paul Diesel, auch ein schöner Name, Paul Diesel. Ja, kann man nicht meckern, oder? Als wie viele haben wir uns qualifiziert? Zwölfter oder Elfter? Elfter, glaube ich. Und bis auf die 8 vorgefahren, obwohl da wieder so ein BMW-Mixer am Start war. Großes Ego, kleines Genital, typisch BMW-Fahrer. Ja, auf jeden Fall hat ihm sein unskilliges Touchiermanöver auch nicht davor bewahrt, hinter mir zu landen. Und ja, und wir haben noch diesen netten Engländer ausgestochen, der am Ende einen, warum auch immer, gravierenden Fahrfehler hingelegt hat. Hä? Wieso habe ich jetzt hier geschrieben? Guck mal, ich habe gar nichts geschrieben, aber da steht Cheers, Mate. Okay, warum nicht? Ja, im Prinzip Cheers, Mate. Schön. Leute, das war geil. Wann ist das nächste Rennen? Nochmal gucken. Vielleicht noch ein Rennen, wer weiß. Es wäre halt cool, wenn nochmal irgendwo in einer anderen Strecke man fahren könnte. Also das Einzige, was mich hier echt ein bisschen enttäuscht, ist, dass hier nicht noch mehr zur Auswahl ist, oder liegt es an mir und ich weiß einfach noch nicht genau, was hier noch abgeht. Empfohlene Veranstaltung. 11.10. Ja. Was ist denn am 11.10.? Nichts. Oh, GTA Supra GT. Okay, das haben wir auch verpasst. Naja, gut. Irgendwas Neues wird schon kommen, Leute. Ihr dürft mir auch gerne in den Chat schreiben und Tipps geben. Tipp, 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 tipp. So, schade. Okay, also hier gibt es auf jeden Fall im Moment noch nicht mehr. Fahren wir jetzt noch ein Rennen oder fahren wir jetzt nicht noch ein Rennen? Gruppe 2 wäre auch mal was, aber da habe ich keine. Oh, beziehungsweise wir sind zu spät, oder? Treibstoffverbrauch und Reifenverschleiß wird da simuliert. Das ist ja auch cool. Ah, jetzt kann ich teilnehmen. Aber keine Fahrzeuge. Warum habe ich keine Gruppe 2 Fahrzeuge? Da müssen wir hier mal mit unserem. Nee, Gruppe 2 gibt es bei Volkswagen nicht. Wir sind ja Volkswagen-Werksfahrer, so irgendwie. Was auch immer das heißt. Oh. Ein Geschenk. Achtung, Gruppe 2 Fahrzeug vielleicht. Und was wird's? Oh, das eine ist ein Prototypen. Was ist das? Hyundai. Geht Gruppe 3. Ja, okay. Oh, Trophäe erhalten. Zehnersammlung. Cool. Steht ein Bonus zur Abholung bereit. Bonus beanspruchen. Danke. Okay. Aber vielleicht, wenn ich höhere Stufen krieg, darf ich dann vielleicht in anderen Serien spielen oder so. Ah, Markus, du bist ja doch noch da. Hey, willkommen zurück. Sag mal, Markus, also erstmal, ich habe dir ja geschrieben, das Update hat voll lange gedauert. Und jetzt ist es schon so spät, dass ich wahrscheinlich gleich schlafen gehe. Aber irgendwie bin ich gerade voll gehypt, wie du vielleicht merkst. Gibt es da wirklich nur diese drei verschiedenen Dinger in GT Sport? Oder gibt es da noch mehr Rennen? Ich habe gedacht, da gibt es eine riesen Auswahl jetzt so an Rennen, die man fahren kann. Wow, Meilenstein erhalten. Er wechselt immer, okay. Oh, Belohnung, was? Ich weiß zwar nicht, was Arcade-Strecke Red Bull Ring heißt, weil eigentlich ist es doch keine Arcade-Strecke, aber damit ist wahrscheinlich
irgendwas anderes gemeint. Und das ist ja auch ein krasses Konzept-Car hier von Audi, voll das futuristische Teil. So, dann gehen wir nochmal zurück in Sport. Ich glaube, ne, wann ist das nächste Rennen? Ja, weil, genau, um 50. Ja, weil hier die Serie und die Serie, die starten ja nicht. Und dann, ja, haben wir halt nochmal das Rennen hier. Also eins fahre ich noch, was soll's. Eins fahre ich noch, Leute. Ja, wir haben hier einmal, ja, zweimal Gruppe 4, ja. Gut, ja, wechseln die Strecken täglich oder wie ist das, Markus? So, ich muss mich auf jeden Fall mal meinen harten Rage-Lyrics zurückhalten etwas. Oh, Racer Henne lädt mich in eine Party ein. Tja, Racer Henning. Racer Henning, das ist eine schlechte Timing. Aber danke für deine Einladung. So. Ah, immer täglich. Das erste, okay. So, mal schauen. Also ich versuche jetzt mal dieses Rennen hier ganz clean zu fahren und zu ragen, ohne die Jungs hier zu beleidigen. Aber irgendwie hat es mir ja ganz gut getan. Waren ja nicht die schlechtesten Ergebnisse, die ich rausgefahren habe. Ich glaube, wenn ich jetzt hier einen auf Gentleman mache, dann lande ich ganz hinten. Also dissig und beleidige ich Mütter bis zum geht nicht mehr on stream. On road, on track sozusagen. Hi, Racerhenne. Ja, hab gesehen, du hast mich eingeladen in eine Party. Aber ich bin hier gerade busy im GT Sport, wie du siehst. Ich werde jetzt hier noch ein Rennen fahren und danach ist dann erstmal Feierabend. Ich wollte eigentlich schon viel früher hier mit GT Sport starten, aber ich sag dir, die Updates haben Ewigkeiten gedauert zum Installieren und Downloaden und ruckzuck was nach Mitternacht. Naja. Soll ja heute eh nur eine kleine Kennenlernfolge werden. Richtig los geht's dann irgendwann nächste Woche oder irgendwie. Auf jeden Fall richtig geil GT Sport, macht direkt Bock. Wenn die ganzen anderen Rennen auch von der Qualität so cool sind und vom Balancing her, dass man da nicht mit zu schnellen Leuten in eine Gruppe kommt, dann ist das genau mein Ding hier. Oh, das könnte eine neue Traumzeit werden. Nee, doch nicht. Oder? Oh, doch, neuer Rekord. Nice. So, wo ist eigentlich hier der Countdown? Wann geht's Rennen los? Müsste eigentlich jetzt soweit sein, oder? Müssen nicht jetzt das Rennen losgehen? Oder habe ich mich fürs Rennen gar nicht qualifiziert? Verdammt, ich meine, verdammt, habe ich mich fürs Rennen gar nicht angemeldet? Habe ich das vergessen? Ja, ich freue mich schon auf die krasseren Rennen mit Reifenabnutzung und so, da habe ich auch Bock drauf. Oh, du hast GT Sport gelöscht, schade. Dann würde ich sagen, installierst mal, dass du demnächst auch mitspielen kannst. Der Markus spielt da nämlich auch mit.
Oh nein, ich hab's Rennen verpasst. Schade. Oh, ich voll intelligenter. Tja, schade. Ach, so ein GT1-Rennen hier, GT2, aber wir haben noch keine Fahrzeuge. Vielleicht kann ich mir eins kaufen. Kann ich hier ganz spontan und lässig eins kaufen? Nee, oder? Weil hier wäre, glaube ich, dann Reifen auf Abnutzung und sowas. Oh, Dauer 25 Minuten. Oh, 1:10 Uhr. Oh Mann, wieso habe ich das Rennen bloß verpasst, Leute? Alles klar, sehr cool, Racerhenne. Okay, Racerhenne geht pennen. Tja, dann gehen wir wahrscheinlich auch mal besser schlafen, oder was sagt ihr? Was ist das für ein komisches Rennen hier? Willow Springs. Ich glaube, die Strecke gibt es wirklich, gell? Weil die gibt es doch auch in Project Cars, oder? Ah, okay. Ja, geil, Racerhenne. Ich habe ja gesagt, ich will auch Assetto Corsa Competizione mit dir spielen. Also dann lad Assetto Corsa Competizione, damit wir auch Assetto Corsa Competizione spielen können. Ja, wenn du beides hast, meinst du jetzt Assetto Corsa und Assetto Corsa Competizione oder meinst du jetzt GT Sport und Assetto Corsa Competizione? Also, ah ja, okay, also Assetto Corsa und Assetto Corsa C. Ja, geil, dann werden wir da auch in beiden Rennspielen Community-Rennen starten. So, okay, wir können ja mal Willow Springs fahren. Allerdings habe ich die Strecke. Oh, ach so, das ist hier gar nicht GT-Gruppe 2. Das ist hier mit so Straßenwagen. Naja, das muss nicht sein. Ich möchte schon so ein bisschen Rennwagen-Feeling. Oh Mann, hey. Naja, gut, dann komm, dann gehen wir mal in Brand Central und gucken dann nach einem Gruppe 2-Wagen. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Fahrzeug gekauft, außer vielleicht am Anfang. So, ja, Red Bull Ring und Laguna Seca kenne ich, nur Willow Springs kenne ich auch, aber nur aus Project Cars. Aber wenn es das da und da gibt und du sagst, das gibt's, dann wird es das wohl geben. Ach, Gruppe 2, aber warum nicht mal ein American Muscle, falls die hier Gruppe 2 haben? Kann ich nicht auch direkt nach Gruppe 2 suchen? So, wir haben noch 5 Minuten. Ach du Schande. Wie kann ich denn hier überhaupt Fahrzeuge kaufen? Oh. Showroom vielleicht. Ja, hätte ich mal besser gleich drauf gedrückt. Ja, und okay, nice, aber keine Gruppe 2, Gruppe 4, Gruppe 3, ja. Okay, Gruppe 2 haben die hier auch nicht. Naja, gut. Dann ein anderer Hersteller. Vielleicht ja Dodge. Oder Ford. Ford könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ein Ford GT als Gruppe 2. Gruppe 3. Auch nichts mit Gruppe 2. Okay. Ja, in den Showroom. Wahrscheinlich. Okay, also keine Ahnung. Dann schauen wir nochmal bei Dodge rein. Aber ich glaube, Dodge wird es wohl nichts da haben. Aber schauen wir nochmal. Warum gibt es hier verschiedene? Ah, okay. Gruppe 4. Nein. Auch wieder nichts. So, die Zeit wird langsam eng. Dann gehen wir mal auf den europäischen Markt. Ob die vielleicht eventuell ein Gruppe 2 Fahrzeug im Angebot haben. Vielleicht Mercedes-Benz. Na, ich will, wenn dann Audi. Oh Mann. Ach so, da unten ist. Ach so, ne, da unten steht Gruppen. Oh, sag mal, okay. Naja, gut, man lernt nie aus. Dann doch nochmal zurück auf den amerikanischen. Oder? Nein, BMW halt nochmal.
Ja, ist es gut? Was geht's denn in dem Spiel? Ich habe nur gelesen, dass das viele Leute im Moment spielen. Ey, die haben alle keine Gruppe 2 Fahrzeuge hier. Scheinen ja ziemlich exotisch zu sein, die Kisten. Keine Ahnung, sollen wir echt schon mal bei Renault reinschauen? Dieser RS01, vielleicht gibt es den auch als Gruppe 2. Gruppe 4, Gruppe 3, GRX, also auch nichts. Okay, es scheint wohl keine Gruppe 2 Fahrzeuge zu geben. Wo, was, Michelin? Das ist doch kein Fahrzeughersteller. Okay, es gibt kein Gruppe 2. Naja, dann zoomen wir jetzt einfach mal so für die nächsten Rennen schon mal grob. Für die nächste Folge schon mal grob einen Plan machen, wohin wir eventuell hinarbeiten. Okay, Maserati, aber nichts für die Rennstrecke. KTM, nö, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Boah, Jaguar finde ich eigentlich auch ganz nett, zumindest die Straßenwagen. Ah, okay, ja, sind Sponsoren, stimmt. Alles vorhanden, außer Gruppe 2. Ja, bei unseren Freunden von Aston Martin, vielleicht läuft es da etwas besser. Nö, auch nicht. Vielleicht gibt es Gruppe 2 auch nur als DLC-Fahrzeuge, keine Ahnung. Naja, es gibt ja noch ein paar Fahrzeuge. Irgendwo wird es wohl schon ein GT2 geben, vielleicht bei Ruf. Quasi die kleine, der kleine Bruder von Porsche. Nein, auch da nicht. N700 gespeckte Cars. Okay. So, es gibt noch mal Renault Sport. Ah, vielleicht hätte ich da gucken müssen. Auch nicht. Aber der RS01, der gefällt mir sehr gut. Das ist eigentlich auch ein Prototyp. Der ist bei dieser Renault hatte ja so eine World Series, heißt die oder hieß die. Ich weiß gar nicht, ob die das noch machen. Da hatten die so eine eigene Event-Serie. Da haben die Clio Cup, Megane Cup und halt unter anderem auch hier Formel Renault und diesen RS01 in der Serie laufen lassen. Alles direkt von Renault gehostet. Aber irgendwie haben die irgendwann mal diesen RS rausgenommen und haben dafür aber ein GT3-Kit gebaut, dass wenn man den in der GT in irgendeiner GT3-Serie fahren kann, sehr leicht auf GT3 BOPen kann. Allerdings habe ich in der freien Wildbahn noch nie in einer amtlichen GT3-Serie diesen Prototypen gesehen. Ich bin aber Fan davon. Der kam irgendwann, glaube ich, als DLC in Project Cars 1 raus. Ja, gefällt mir gut. Werden wir bestimmt auch irgendwann mal fahren, aber ich sehe gerade, den können wir uns gar nicht leisten. So, was sind hier die Daten? 404 Kilowatt, ja. Aber guck mal, das Drehmoment, 630, das ist schon ordentlich. Hubraum, fast 4 Liter. Ja, was über die Motorisierung steht jetzt nicht im Detail da, aber gut. Kann man ja auch auf Wikipedia oder so nachlesen. Ah, okay. Schön, Markus. Ja, ich habe mal so ein Video gesehen, da fährt Max Verstappen mit seinem Vater. Ich glaube aber, das war auf Spa, wo die fahren. Nicht am Red Bull Ring. Aber es hat mich gerade daran erinnert, wo du sagst, du hast da schon mal einen fahren sehen. So, oh. Ja, also gut, die Zeit ist rum. Wir haben immer noch kein GT2 gefunden. Tja, gucken wir trotzdem noch mal ein bisschen. Ist ja, wir haben ja die Zeit, ist ja erst 1 Uhr.
Mazda neu. Was heißt denn neu? Habe ich ja irgendwas neu gekriegt? Oder heißt es, die haben neue Fahrzeuge mit dem Update rausgebracht? Auf jeden Fall haben die auch Gruppe 3 Fahrzeuge. Gar nicht mal so schlecht auf den ersten Blick. Und dann Gruppe 1. Oh, ist auch das erste Mal jetzt mit Gruppe 1. Jetzt kommen wir langsam ans Ziel, aber ich wollte gerade schon sagen, da steht es ja auch 1991, das ist schon ein veralteter Prototyp, aber war auch kein schlechter. Wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu fahren. Tja, wir haben jetzt fast alles gefunden, aber noch kein GT2. Suzuki. Ob die GT2 haben? Die haben wahrscheinlich nur Kombis und sowas. Oder mal schön einkaufen zu fahren. Nicht mal, sondern nur so ein kleines Ding. Schade. Wer hat einen Wankelmotor? Honda. Oh, Honda hat doch bestimmt was auf Lager. Ich als Honda-Fan finde jetzt da bestimmt eine Gruppe 2. Ah, einen Wankelmotor hatte der. Okay, wusste ich jetzt auch nicht. Aber interessant. Die Japaner wieder. Gruppe B gibt's auch. Ach so, das ist Rallye. Ach, es gibt auch Rallye. Hey, das Ding sieht aber auf den ersten Blick nicht aus wie ein Rallye-Fahrzeug. Mal gucken, wie es von der Seite aussieht. Boah, natürlich sieht man jetzt nicht die Seite. Ach, das ist ein NSX. Okay, von innen drin sieht schon nach Rallye aus, aber ein NSX als Rallye-Fahrzeug macht das wirklich Sinn? Ja, okay, von hinten sieht er auch ein bisschen Rallye-mäßiger aus. Ah, okay, die werden schon wissen, was sie tun. Oh, Gruppe 2. Ja, endlich. Epson NSX, auch nicht schlecht. Also eventuell gehen wir dann mit so einem hier ins... Oh, nee, wir können uns hier gar nicht leisten. Oh, krass. Das ist ja noch ein weiter Weg, hey. Naja, ich wollte auf jeden Fall sagen, damit würde ich die Gruppe 2 Rennen auf jeden Fall in Angriff nehmen. Oh, der Dunlop-Reifen. Geil. Mag ich eigentlich auch, weil die werden in Australien oft benutzt bei den V8 Supercars. Die V8 Supercars haben bei mir auch einen ganz, ganz hohen Stellenwert aus persönlichen Gründen. Und weil es halt auch geil ist. Schöne Dunlop-Schlappen. Ja, Super GT ist auch cool. Aber mich interessiert halt nur die GT 500, weil die GT 300 ist ja im Prinzip auch nur GT3, mehr oder weniger. Und die GT 500 ist dann halt schon wieder was Besonderes, aber okay. Ja, der scheint wohl in der Super GT gefahren zu sein. Wenn ich den Markus da richtig verstehe. Ja, und wie gesagt, gerne auch damit das Gruppe 2 Rennen, aber da fehlt uns noch das Geld. Und das hier ist die etwas modernere Version. Und wahrscheinlich auch die etwas bessere Version. Und, na, kostet aber auch nicht mehr. Aber das bleibt für heute auf jeden Fall erstmal noch ein Traum. Ach so, ja, da unten. Beziehungsweise hier unten. Ja, ich war so in die schöne Grafik vertieft. Die Super GT ist die beliebteste Tourenwagenmeisterschaft Japans. 2007 trat für die GT 500 Klasse eine Regelung in Kraft, die gestufte Unterböden vorschrieb. Bis zu diesem Zeitpunkt musste der Boden flach sein. Die neuen Regeln wurden hinzugefügt, um die Kurvengeschwindigkeit durch den Zusatz eines 30 mm Unterfahrschutzes zu reduzieren. Der NSX kompensiert diese Auflage gut und bewies seine Klasse, indem er die Serie durch Siege in 5 von insgesamt 9 Rennen dominierte. Seit 2008 gilt die Auflage. Okay, alles klar. Mit anderen Worten, der war ganz gut. Aber Honda war, glaube ich, in der GT 500 immer gut.
Ja, okay. So, genug geträumt. Jetzt haben wir gleich 10 nach. Dann hauen wir jetzt noch Rennen rein und dann ist gut. Oh Mann, wir überziehen hier wieder brutal. Aber was soll's. Ach, und dieser schöne flötenmäßige Sound. Sehr beruhigend. Teilnahme. Ja, mit unserem Scirocco. Okay. So, und jetzt warten und connecten. So, der gute Mirko GT, ich weiß nicht, ob er immer noch auf Sendung ist. Aber falls ja, Mirko, gib alles auf deinem Bauernhof, du machst das ganz toll. Qualifying-Zeitrennen, nochmal eins machen. Naja, irgendwie die 3 Minuten muss man ja auch rumkriegen. Jetzt sollte ich ja, wenn ich nichts falsch gemacht habe fürs Rennen, auch eingeloggt sein und dann müsste das ja eigentlich auch hinhauen. Oh, der gibt ja sogar Gas, wenn ich aufs Gas gehe. Oh, das war gerade Zufall. Wahrscheinlich war es Zufall. Ah, okay, gut. Gut zu wissen, Markus. Gut zu wissen. So, die Zeit hier werde ich jetzt aber nicht mehr knacken. Die ist schon sehr am Limit, glaube ich. Ah, bis jetzt fühlt sich die Runde gut an, aber ich glaube trotzdem, die Zeit werde ich jetzt nicht mehr knacken hier. Oh, ein bisschen die Reifen stehen lassen. Ja, ich freue mich ja, dass der Racer jetzt doch Bock auf Assetto Corsa bekommen hat. Also habe ich auf jeden Fall auch Bock, mit dem auf der PlayStation schön Assetto Corsa und Competizioni zu spielen und vielleicht auch eine kleine feine Meisterschaft dahin aufzubauen. Oh, ich glaube, es war eine neue Bestzeit, oder? So, dann halten wir hier mal an und dann lesen wir nochmal den Chat gerade. So, Leerlauf kann ich gar nicht schalten, okay. So, Spielersuche wird vorbereitet. Okay. Nein, Markus, bis jetzt noch nicht. Fahrerwertung wahrscheinlich, wo ich dann in der Meisterschaft stehe. Und Sportwertung wahrscheinlich, wie fair und sauber ich fahre. Oh shit.
Oh shit, da fahre ich ja jetzt hier mit den Vollprofis. Guckt euch mal den ersten an. 2,8, wie man soll man das denn hinbekommen? Der hat doch bestimmt abgekürzt irgendwo, wo es nicht gewertet wurde. Aber guck mal, die Leute hier sind jetzt krass. Also, da komme ich ja überhaupt nicht dran. Mein Qualifying, also in den ersten beiden Rennen okay, aber jetzt fast letzter. Und ich guck mal, schon der 13. ist deutlich schneller als ich. Also da sehen wir jetzt kein Land mehr, aber ist in Ordnung. Man kann nicht immer ein super Rennen fahren. Ja, okay. Ach so, andersrum. Also, ach so, okay. Also ist sowohl SW und FW eher dafür da, um zu sehen, was für eine Art von Fahrer das ist. Naja, wir fahren einfach mal, dann fahren wir halt hinterher. Das Gute ist, dann haben wir vorne nicht so harte Kämpfe, dann werden wir vielleicht nicht von irgendwelchen unfähigen Menschen wieder abgeschossen oder irgendwie abgedrängt oder aus Versehen durch Fahrfehler weggesmashed. Ja. Gut, das SW ist mir dann wiederum sehr wichtig. Okay, Leute, gleich geht's los, aber ich sag's euch jetzt schon, da werden wir kein Land sehen, weil schaut euch mal die Zeiten an, die da vorne fahren. Wenn die schon im Qualifying so abgehen, werden die im Rennen vielleicht ein bisschen langsamer sein, aber wir werden im Rennen auch ein bisschen langsamer sein, also keine Chance. Mach ich, Markus, danke. Jackie am Mirrors Punk. Ja, ich. Keine Sorge, ich gucke immer. Ich versuche immer fair zu fahren, meine Linie zu halten. No contact is possible. We have brakes. Oh Mann, was. Ja, okay, aber. Sowas, das bringt meistens überhaupt nichts vorm Rennen, sowas zu sagen. Spätestens bei der ersten Kurve ist alles vergessen. Hey, Racerhändler, guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Schön, dass du wieder da bist. Okay, Racerhändler, also morgen bis morgen Abend hast es. Auf jeden Fall, wir machen Project Cars, Assetto Corsa und Competizione, Racerhändler. Das werden Langzeitprojekte, wir werden überall Championships fahren und megamäßig auf den Putz hauen. Und dann kommt auch noch Gran Turismo Sport dazu. Ja, geil. Und noch viel mehr. Und noch viel mehr. Aber jetzt hauen wir hier erstmal jetzt. Was heißt, jetzt hauen wir auf den Putz. Jetzt fahren wir erstmal schön 3 Runden lang hinterher. Und dann, Leute, dann ist aber wirklich Ende der Folge. Jetzt habe ich wirklich noch das Beste draus gemacht. Jetzt sind wir sogar letzter, weil der hinter uns war, ist wahrscheinlich rausgegangen. Der hat gesehen, oh Mann, die Leute sind zu krass. Da brauche ich gar nicht mitfahren und tschüss. Morgen, ja, morgen geht hier auch voll das Programm ab. Also bei SimJay und dann abends halt im Project Cars 2 WEC Championship Rennen 2 auf Let's Jay. Jo, Racerhände überall, ich sag's dir, du weißt ja, was das angeht, bin ich größenwahnsinnig. Zu viele Spiele, zu wenig Zeit. Und genauso, ui, genauso geht's dann auch in den Rennsimulationen mit dir, dem Markus und allen, die Bock haben, weiter. Solange man da immer noch AI reinmachen kann, damit es nicht zu leer und langweilig ist, bin ich dabei. Aber AI muss schon sein. Oder man fährt halt hier so Hardcore, also so richtige Online-Dinger, wo immer was los ist, wie iRacing oder Gran Turismo Sport. Aber wenn wir halt so unsere kleinen Community-Sachen machen, da brauchen wir auf jeden Fall AI-Support. So, okay, ich fahre jetzt auf jeden Fall hier mal und rede nicht so viel, aber ihr seht schon, keine Chance. Aber was soll's, fahre ich trotzdem mit. Ist ja kein Problem. Wenn die Jungs besser sind, sind sie halt besser. Zum Glück gibt es auch Rennen. Ja. Renninstanzen, die auf meinem Level sind, wie man den beiden Rennen zuvor ja sehen konnte. Da konnte ich ja ganz gut mithalten. Und es hat ja auch echt eine Menge Bock gemacht, muss ich schon zugeben. Vielleicht können wir uns noch ein ganz. Oh verdammt, was habe ich da wieder angestellt?
noch vielleicht mit dem zweiten da. Ach, mit dem zweiten, also mit dem direkt vor uns. Vielleicht können wir uns da ja ein kleines Duell leisten. Vielleicht kommen wir da ja nochmal irgendwie ran oder so. Aber wenn nicht, auch okay. Gibt es eigentlich auch Schaden in dem Spiel, dass wenn man irgendwo gegenfährt, das Auto beschädigt ist und man langsamer ist oder im schlimmsten Fall das Auto sogar komplett kaputt ist, dass man das Rennen vorzeitig beenden muss? Gelbe Flagge schon wieder, okay. So, die zwei da vorne geben sich hart. Und ihr wisst, wenn zwei falten, sind die beiden auch automatisch langsamer. Das heißt, wir können ein bisschen uns ransaugen, ranpirschen, ranlurken. Vielleicht. So, ja, die machen jetzt hier schon krasse Fahrfehler, sieht man ja, weil die sich hart battlen. Und schon sind wir dran. Aber wir werden natürlich auch nichts reißen können, weil selbst wenn wir die kurzzeitig überholen, die sind einfach schneller als wir. Die ruckzuck sind die wieder an uns dran. Aber egal, hey, entertaining hier auf Let's J. Der kleine GT Sport Nightstream just for you, meine Twitch-Friends da draußen. Okay, also der Audi TT da vorne, der wackelt jetzt aber schon ganz gut hin und her. Hat auch übrigens sehr schöne, sexy gelbe Felgen, gefällt mir. Sieht gut aus. Okay, vielleicht soll ich mal probieren, diese kleine Kurve hier vor der Brücke im dritten zu nehmen. So richtig kommen wir nicht ran, aber so richtig kommen die auch nicht weg. Was war jetzt das? Beste Runde. Schön. Immerhin etwas. Oh, da quietschen die Reifen. Wir gehen richtig down, hey. So, okay. Boah, ja, grenzwertig, aber geht im dritten. Aber da muss alles passen, inklusive Grip. So, letzte Runde, letzter Platz. Juhu! Oh, was ist da los? Oh, nice! Und doch nicht letzter. Adios, amigo!
Egal wie schnell er ist, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen. Yes! So, nochmal gucken, was ihr da Feines geschrieben habt. Glückwunsch, Markus! Da kann man ja richtig neidisch werden. Lamborghini, why not? Ui, Position verbessert. Neuer Rekord an aufeinanderfolgenden fehlerfreien Rennen. Fehlerfrei, ja gut, warum nicht, gell? Ja, Glück. Man könnte aber auch sagen können. Können, dass ich so clean gefahren bin, Racer Henne. Tja, da habe ich wieder automatisch Cheers Mate geschrieben. Von mir aus gerne. So, ja, läuft. Ich habe Fahrerwertung C und SW schon... Ah, ne, Entschuldigung. E und SWB. Okay. Ich denke, das ist ganz gut für die erste Folge. Ach ja, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Also, Racerhände, wir werden auf jeden Fall die vier Rennen erste Saison WEC Project Cars 2 in trockene Tücher bringen mit unserem updateden Race-Kalender. Dann überlege ich mir mal eine kleine Championship testweise 2 oder 3 Wochen Assetto Corsa und am besten direkt dazu nach Assetto Corsa Competizioni. Und wenn wir das durch haben, können wir ja mal gucken, ob wir die nächste Saison WEC dann in Project Cars 2 machen und was wir dann sonst noch so an schönen Community-Rennen machen können. Und natürlich wird hier auch Gran Turismo Sport ausgebaut, das ist ja ganz klar, jetzt bin ich hier richtig heiß drauf. Da werde ich dann aber wahrscheinlich, also ich muss mich ja auch ein bisschen nach diesen Profi-Rennen, nenne ich es mal, richten, weil wenn man sich das hier mal anschaut... Die sind halt immer an verschiedenen Zeitpunkten. Ach ja, also ich weiß nicht, ob sie nur an verschiedenen Tagen sind oder nur an, oder ob nur die Zeit und nicht das Datum entscheidend ist. Aber wenn man mal guckt, das nächste Rennen 14. Ja, es ist dann, ach so, es ist dann die ganze Woche immer. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Ja, so ein bisschen müssen wir nur auf die Zeiten achten, aber nicht zwingend. Ihre besten 4 Runden von 8 Runden werden angerechnet. Meinen die hier mit Runden? Rennstrecken? Ja, oder? Also es das heißt, wenn eine Meisterschaft 8 Rennen geht und ich fahre mindestens 4 mit, dann werden 4 gewertet. Und wenn ich 8 mitfahre, werden die besten 4 Resultate gewertet. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, Markus, ich weiß, sowas will ich dann natürlich auch in Angriff nehmen, wenn wir uns hier ein bisschen eingearbeitet haben. Also ich will dann schon auch so richtige Meisterschaften mitfahren. Ich wüsste halt jetzt gern mal, ob ich das mit diesen 4 besten Runden von 8 besten Runden richtig verstehe. Weil das wäre ja cool. Das heißt, wir müssen da quasi nur einen Monat fahren und den zweiten Monat kann man dann, wenn man keine Zeit hat, erstmal das Game liegen lassen und dann hat man trotzdem alles gemacht, damit man in der Meisterschaft gewertet wird. Auf jeden Fall, Racerhände, ich freue mich schon drauf. Mich hat sogar heute Mittag einer gefragt, als ich offstream war, ob ich morgen Abend wieder mit dir Rennen fahre. Fälschlicherweise hat die Person das als F1 bezeichnet, aber wahrscheinlich hat er nicht so viel mit Motorsport am Hut. Auf jeden Fall weiß ich, was gemeint war und ich habe es natürlich bejaht. Ja, Kalender dabei, genau, aber ich wollte halt mal wissen, vielleicht weißt du das nicht, Markus, aber vielleicht kannst du mir auch sagen. Also das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rennen.
Und da stand ja was von wegen mit, oh, ich sehe gerade, es ist auch mal Gruppe 4 und Gruppe 3. Es wechselt also auch mal. Ich wollte jetzt wissen, wenn ich halt. Ach, keine Ahnung. Hier, da steht doch. Ihre besten 4 Runden von 8 werden gewertet. Ach so, nee, ich muss mindestens 8 Wochen fahren von den 10, damit ich die komplette Saison gewertet bekomme. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Und von diesen 8 werden dann wieder die 4 besten gewertet. Oder reicht es, wenn ich von diesen 10 Wochen nur 4 Wochen mitfahre und dann habe ich auch schon im Prinzip keinen Nachteil und werde komplett in der Meisterschaft gewertet? Weißt du das zufällig, Markus? Racerhände, ich habe auch nicht geübt. Ich habe auch vom ersten Rennen nicht geübt. Wir haben ja morgen ein bisschen Zeit zum Üben. Halt vor dem Stream ist ja kein Problem. Einfach ein bisschen fahren und Spaß haben. Okay, Markus, du weißt es auch nicht. Dann werde ich mal irgendjemanden im Internet aufsuchen, der sich damit auskennt. Weil wenn ich dann natürlich hier anfange, so eine Meisterschaft zu fahren, dann will ich die natürlich auch komplett fahren. Aber wenn man jetzt nicht komplett die 10 Wochen fahren muss, ist es natürlich gut, weil es wird mein Leben noch stressiger machen, als es eh schon ist. Aber ich bin halt auch so, ich will dann nicht, wenn ich anfange, dann will ich es auch zu Ende fahren. Da will ich halt nicht irgendeine Woche auslassen und dann fehlt mir eine Woche mit Punkten, die ich im Nachhinein nicht mehr aufarbeiten kann. Deswegen möchte ich dann halt schon die Rennen fahren, die Mandatory-Rennen, die man fahren muss. Und dann danach ist dann erstmal der Druck weg, weil ich weiß, theoretisch habe ich schon alle Rennen, die ich brauche, um komplett gewertet zu werden. Und wenn ich dann danach keine Zeit habe, muss ich nicht mehr fahren. Und dann warte ich bis zur nächsten Saison und fahre halt wieder 4 Rennen so ungefähr. Ja, da habe ich natürlich trainiert. Es waren aber vielleicht 20 Minuten Racerhände. Und so ähnlich mache ich es wahrscheinlich dann auch wieder morgen. Auf jeden Fall werde ich natürlich vorm Qualifying ein bisschen trainieren, aber es werden wahrscheinlich auch nicht viel mehr als 20 Minuten. Die Seite verlinkt, vielleicht hier. Nö. Glaub nicht. Aber macht nichts. Ich frage irgendeinen. Auf YouTube gibt es so viele kompetitive Gran Turismo Sportfahrer. Ich habe da mal irgendwann letztes Jahr schon was gefragt. Die haben mir direkt geantwortet. Die können mir das auch sagen, wenn ich da irgendeinen frage. Die waren eigentlich alle immer freundlich und ja, die werden mir das ruckzuck beantworten können. Oben rechts. Über die FIA GT Championships. Oh, jetzt mein. Oh, entschuldigt bitte, jetzt mein Webbrowser auf. Ja, okay, da steht eine Menge Zeug. Das ist jetzt alles ein bisschen umfangreich. So, jetzt bin ich wieder im Spiel drin. Ja, ich frag da einfach mal auf YouTube morgen irgendeinen. Ich gebe da einfach GT Sport ein und dann werde ich da schon irgendjemand live finden und dann frage ich den einfach mal. Und dann sage ich es euch natürlich auch. Danke, Racer Henne. So, ich würde sagen, wir kommen, ja, KI auf 35 auf jeden Fall. Und wird schon lustig und ich freue mich auf jeden Fall auch mit dir dann Assetto Corsa und Competizioni eine kleine Meisterschaft zu fahren. Mit AI wird schon ganz gut werden. Okay, Leute, jetzt lasst uns mal langsam schlafen gehen. Also wobei der Racerhenne wird noch nicht schlafen gehen. Wobei doch, der war schon schlafen, der ist schon wieder aufgewacht. Markus, keine Ahnung, was du noch treibst. Aber ich muss jetzt schlafen, denn morgen oder heute, besser gesagt um 8:30 Uhr, geht's ja schon auf Simchill weiter mit Ravenport. Und dann haben wir ja eh volles Programm. Und im Real Life muss ich auch noch ein bisschen was machen morgen. Heute. Egal, ich hab Bock drauf. Ihr wisst, zocken, ich liebe es.
Stream macht riesen Spaß und alles, was dazugehört, auch. Also, so. Danke, dass ihr nochmal die Kraft gefunden habt, zu so später Stunde hier zuzuschauen und mitzufiebern. Danke an den einen neuen Follower nochmal. Und ja, auch der Mirko GT hat nochmal kurz reingeschaut. Auch nochmal Grüße an den. Vielleicht ist er mittlerweile eingepennt. Den sehen wir ja bestimmt morgen auch wieder irgendwo. Und wem es gefallen hat, der lässt jetzt einfach noch ein Follow da. Und wer nicht, ja, der halt nicht. Und trotzdem danke fürs Zuschauen, Leute. Auch ohne Follow, kein Problem. Ja, und ich sag schon mal, Moment, ich lese nochmal die Nachricht hier. Oh, 8:50 Uhr, okay. Ja, kann auch sein, dass ich morgen vielleicht eine halbe Stunde später on Stream komme, 9 Uhr oder so. Um auch mal ein bisschen Schlaf zu kriegen, mal gucken. Ja, dann auf jeden Fall gute Besserung, Markus, und Netflix schauen. Also du meinst 6 Uhr morgen bis 8 Uhr und danach gehst du pennen? Oder meinst du 6, ach so, nee, 6:30 Uhr bis 8 Uhr vorm Rennen? Ja, okay, warum nicht, Reiserhenne? Umso mehr Training, umso besser. Dann wirst du mir wahrscheinlich wieder davonfahren, aber kein Problem. Das gönne ich dir natürlich. Okay, Leute, dann nochmal danke. Ja, danke an alle Zuschauer, an den neuen Follower und euch beiden Stammchatter hier, der Racerhenne und der Markus. Ja, alles klar. Ja, auf den zweiten Blick habe ich es auch richtig verstanden, Racerhenne. Dann sehen wir uns morgen. Ich wünsche euch was. Schlaft gut, bis dann. Ciao, ciao.